Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Rezension mit dem Master of the Universe Origins Figuren von Mattel. Und ja, eine Figur, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, beziehungsweise die bei mir definitiv nicht auf der Liste stand, bis ich sie heute im Laden gesehen habe. Und zwar der Snake Armor He-Man aus der 2000X'er Cartoon-Serie. Ja, eigentlich wollte ich nur die Vintage-Sachen, die Neuauflagen sammeln und kaufen, aber die Figur hat es mir dann doch angetan. Vor allem den Head Sculpt fand ich gut, dann die Rüstung finde ich richtig gut gelungen. Auch der Silberton der Rüstung, zumindest so wie sie auf der Packung aussieht, die Packung selber, fast schon zu schade, um sie ihnen darunter zu pflücken. Also mir gefällt dieses Snake-Man-Design wirklich unheimlich gut. Gegenüber der Vintage-Geschichte, zum Beispiel bei Squeeze, der, ne, komme ich gleich noch zu, da waren ja, dieser Schlangenkopf war ja dann hier so in dem Bereich drauf. Hier wurde jetzt nach oben gezogen, aber wie gesagt, das gefällt mir, dass es halt oben das Grüne anfängt, runtergeht und die Blister jetzt eben auch geprägt sind. Ne, extra für die Snake-Man-Sachen mit neuen Blistern. Von vorne sieht man es auch ganz gut. Ja, also ich war überrascht und ja, da musste in den Wagen. Allerdings wollte ich ja ganz andere Figuren kaufen. Ne? Andere Snake-Man, zum Beispiel Cobra Khan. Aber mal schauen, wann man den zum vernünftigen Preis dann bekommt. Das geht ja schon wieder gut ab. Manchmal in regulären Spielzeugläden liegt der auch schon höher, als ich gedacht hätte. Also Wahnsinn. Ja, dazu gab es dann noch eine, zu jedem Masters-Einkauf gab es dann noch ein Hörspiel dazu. Ne? Das ist noch zugeschweißt. Fand ich auch interessant. Hinten auch so ein bisschen mit Schlangenmuster drauf. So Schlangenhaut. Ja, aber das ist Zufall. Hat also jetzt nichts damit zu tun, dass die Figuren momentan so herauskommen. Ja, aber das werde ich mir dann, wenn wir uns dann mal gemeinsam anhören. Also nicht wir gemeinsam, sondern ne, da schließe ich euch mal aus. Ja, auf der Rückseite ist noch ein bisschen was zu sehen. Genau, Red Lore, den wollte ich auch, aber der war auch nicht da. Boltman hätte ich mir kaufen können, aber das sind so Sachen, die ja sind wirklich außer Fokus. Der gefällt mir auf jeden Fall schon mal besser, der Boltman, als der Sunman. Da gefällt mir die Origins-Umsetzung gar nicht so sehr. Die Masterverse fand ich gut, aber Masterverse kaufe ich nicht. Also, beziehungsweise sammle ich nicht. Also, das irgendwann muss mal, ne, so ein bisschen Grenzen müssen mal irgendwo gezogen werden. Ja, und natürlich auch wieder eine schöne Illustration auf der Rückseite. Ja, was ich schon sagte, Squeeze ist mit dabei. Mit einer der selteneren Vintage-Figuren, weil erst zum Ende der Reihe rausgekommen. Und dann auch noch Snake Face, den habe ich sogar da. Aber nicht komplett, ich glaube, der Stab fehlt. Aber den finde ich also auch klasse, zumindest die Vintage-Umsetzung, die Original-Umsetzung, wo dann diese Schlangen aus dem Mund, aus dem Auge raus, aus den Augen rauskommen. Großartig, einfach großartig. Ja, der muss dann auch sein, wenn er kommt. Also wieder mal ein schönes Rumgeteaser auf der Rückseite. Und was man mit He-Man eben dann anstellen kann. Aber mich hat vor allem dieser Head Sculpt und auch die Art der Rüstung sehr gereizt. Eigentlich am meisten der Head Sculpt von der Figur. Ja. Und deswegen runter von der Karte. Na gut, es gibt ja auch den, jetzt ist natürlich die Sache, ne? Es gibt ja auch noch den Snake Armor Skeletor. Da muss ich mal schauen. Ich habe noch nicht gesehen. Das mache ich dann spontan. Wenn er mir gut gefällt, dann kommt er in den Einkaufskorb. Und wenn nicht, dann bleibt er im Regal. Ja, also ich muss nicht alles haben, aber ich möchte gerne das haben, was mir gefällt. Und das sind eigentlich schon viel zu viele Dinge. In viel zu vielen Bereichen. Und alle Bereiche sind irgendwie kostspielig. Verdammt. Ach, Mann. Man sucht sich auch. Kann ich nicht irgendwie. Ich meine, es gibt Leute, die sammeln ganz komische Sachen. So Bauchnabelfussel. Sind billig, ja? Aber möchte ich nicht. So. Irgendwann. Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Zeitschrift das mal war. Obskure Sammelleidenschaften. Und da waren die ganzen Fusseln irgendwie farblich in Gläser sortiert. Das war nicht schön. Weiß ich nicht. Muss man das sammeln? Nee, ne? Oh. Komm, der hängt wieder ein bisschen fest. Klebt er etwas. Oh, da ist auch wieder. Natürlich kann man hier auch wieder rumtauschen. Ne? Kurz mal das Ding irgendwie aufklappen und zeigen. Ja, Kopf, Arme, da, Füße. Ne? Das schöne Rumgetausche kann auch mit der Figur.
Habe ich noch gar nicht gemacht mit anderen Figuren. Ja. Und vorne drauf Boltman. Die neue Comic-Reihe. Es geht um die Snake Man und vorne ist Boltman drauf. Klasse. Ja. Aber man sieht die europäische Version ohne Sprechblasen. Ne? Ach, da fehlt die Ecke. Da, die ist da eben, ja, die klebte unterm Blister fest. Ja, Redlaw ist mit bei. Mit einem sehr, sehr langen Hals. Habt ihr ja schon gesehen. Cobra K mit seinem super geilen Kopf, wo er dann nur die Seiten so ausstellen kann. Zur Seite. Es geht um, nicht um hier andere Figuren beschwärmen, sondern es geht ja um den Snake Armor He-Man. Und immer noch finde ich das Silber gut. Scheint ein bisschen durch, aber sieht soweit gut aus. Doch. So. Kriegt man die einfach so raus? Ich glaube nicht, ne? Die sind doch immer irgendwie festgemacht gewesen. Nein, sie haben die... Hey, die Benzels sind weg. Das ist ja schön. Gut. Das Schwert natürlich in der 2000X-Version. Na, ich... Sieht natürlich jetzt passend zur Rüstung. Ne? Denk mal, ist besser. Ne? Weil die ja auch sehr detailliert halt ist. Nicht so wie die von den Vintage-Figuren, beziehungsweise die Origins-Version der Vintage-Figuren. Meine Güte, das sind immer komische Buchstaben, die man zusammenreiht. Ja, aber passt dazu. Obwohl das hier ein bisschen, die Rüstung ein bisschen grauer wirkt als das Schwert. Das Schwert, da haben sie das nochmal überlackiert. Das wirkt so richtig geil Silber. Das ist eine leichte Orangenhaut drauf. Könnte nochmal überlackiert worden sein, aber irgendwie... vorstellen, dass die ganzen Waffen irgendwie nochmal das ganze Zubehör nochmal überlackiert haben. Gut, hier ist noch so eine Klammer bei, dazu der kommen wir gleich. Er kann natürlich seinen Kopf drehen. Ja, richtig schön. Der Kopf, der gefällt mir richtig gut. Wenn man die einzeln kaufen könnte, dann würde ich mir davon ein paar Köpfe holen, dann auf den würde Adam einen abkriegen, dann würde ich vielleicht dann die Haare ein bisschen anders machen, der ist ja nicht ganz so blond. Na gut, der Ton ist ja auch ein bisschen anders. He-Man ist ja eigentlich mal ein bisschen bräunlicher als Adam, ne? Damit man ihn nicht erkennt, logischerweise. Ja, aber dann würde ich trotzdem mal die haufenweise Köpfe dann auf die anderen Figuren packen, denn der gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Das Schulterteil, ne, das geht auch mit. Oben auch das Snake-Logo drauf. Aber gut beweglich auf jeden Fall. Schöne Artikulation möglich. Dann Drehbeuge im Ellenbogen. Na, da klemmt es ein bisschen mehr. Da will er nicht ganz so... Doch, aber... Na, man hat es gehört, es knackt ein wenig im Gelenk. Dann hat er hier noch einen Zusatzteil, extra Teil auf die Hand geschoben oder auf den Unterarm geschoben bekommen. Dann die Hände zum Drehen und auch zum Beugen. Geht auch ein bisschen schwer wegen des Teils, aber es könnte klappen. Dann das Drehgelenk in der Hüfte. Das hier unten ist auch alles aus einem gummiähnlichen Material. Finde ich geil, diesen silber eingefärbten Kunststoff. Wirkt auch nicht nur grau, sondern wirklich silbrig. Und Drehbeugegelenke im Oberschenkel, Drehbeuge ein bisschen weich im Knie. Oberhalb, ja, also Mitte Wade nochmal zum Drehen und die Füße halt zum Neigen und auch zum Schwenken. Ja, wie gehabt, weil die Gelenke halt im Spannen oder in den Spannen laufen. Aber... Da muss man gucken mit den weichen Knien. Das andere Knie, das blanke Knie ist, da hat er einen besseren Stand mit. Aber doch, zum Positionieren haut das gut hin. Naja, muss ja auch beim Spielen halt stehen. Obwohl meistens liegen sie auch alle und dann sind die Beine eh alle verdreht. Und naja, wie gesagt, bei uns werden die Figuren dann auch bespielt und nicht zu knapp. Und momentan alles noch gut. Der Oberkörper ist, ich schaue gerade mal, ob man hier das Teil irgendwie, es sah nämlich zuerst so aus, als wenn der Oberkörper aufgesteckt ist, also nur so ein halber Oberkörper ist, der dann auf diese auf das Rüstungsteil gesteckt ist, aber das ist wirklich ein Gummiteil. Man könnte ihm also auch die Rüstung ausziehen. Mache ich jetzt nicht, aber es wäre wohl, wie es aussieht, möglich. Ja, er hat dann einen kompletten Oberkörper runter. Ist gut. Ja, das Teil hier, das kann er dann, oder kann man bei Bedarf hier in sein Gauntlet oder in sein Rüstungsteil einstecken.
Dann hat er da so eine Zange, die aber nicht funktioniert. Also keine Funktion dran, wie bei Clamchamp, sondern einfach nur so ein Kunststoffteil, was man aber dann irgendwem um den Hals legen kann. Das ist jetzt ein Hals, das ist der Fingermann. Ich könnte mir jetzt noch ein Gesicht drauf malen. So, und dann kann ich den fangen und dann mitziehen. Gut. Bei Clamchamp hält die Klammer nicht und bei ihm hält das Ding irgendwie am Arm nicht. Das rastet nicht ein, das wird also wirklich bloß reingeschoben. Okay. Vielleicht klappt es dann mit den Spielfiguren, das werden wir sehen. Und auf der Rückseite, also die Details, die finde ich wirklich gut. Also unten noch wie so ein so Kettenhemd-mäßig, also macht sich gut. Die Bemalung finde ich auch super, bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Die Silbertöne, gut, hier sieht man so ein bisschen, dass man zwei verschiedene Kunststoffe hat. Ja, das ist ein bisschen durchscheinender. Was als das, was unterhalb der Wade ist oder in der Unterwade. Na gut, sein Schwert kann man dann auf jeden Fall da hinten reinstecken. Dadurch, dass es Gummi ist, hält das auch ganz gut. Ne, spannt so ein bisschen ein, wird so ein bisschen eingeklemmt. Und ja, ich bin begeistert. Hätte ich nicht gedacht, dass ich mir eine 2000-Extra-Figur zulege, dass sie hier ins Haus kommt. Weil, wie gesagt, man kann nicht alle sammeln. Aber der hat mich doch dann überzeugt. Doch, sehr schön. Ja, bin mal gespannt, wann die anderen Sachen eintrudeln. Ein paar sind geordert noch. Mal abwarten. Auf jeden Fall bin ich auch mal auf das neue Gefährt gespannt, wie die Umsetzung denn dann ist. Hat mich früher nicht so ganz gereizt, aber naja, mal schauen, wenn es denn dann hier auf dem Tisch steht. Was ich dann dazu sagen werde. Halt. Okay, dann erstmal wieder vielen Dank fürs Reinschalten, fürs Dabeisein und es würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Bis dann und ciao.